Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute kein WoW-Thema behandeln, sondern es soll allgemein um den Stream gehen. Ich kann euch gleich vorweg sagen, ich werde jetzt erstmal die nächste Zeit nicht mehr auf YouTube streamen, sondern nur noch auf Twitch. Was hat das für einen Hintergrund? Ich bin jetzt Twitch Affiliate. Das hätte ich eigentlich schon vor 2 Jahren machen können, hab das aber immer nicht gemacht, weil ich mir dachte, blöd, dann kann ich nicht mehr auf YouTube streamen hin und her. Dann wurde ich letztens vollgequatscht von jemandem, der meinte, nein, das ist alles kein Problem, du kannst weiter multistreamen, alles kein Ding. Dann habe ich das gemacht, muss aber ehrlich zugeben, hab mir das nicht so hundertprozentig alles durchgelesen. Du hast da halt so ein Ding mit gefühlt 500 Seiten auf Englisch, Bedingungen. Ich habe das halt grob drüber geblättert, hab mir das nicht gescheit angeguckt. Jetzt habe ich die letzten Tage ein bisschen gestreamt gehabt auf beiden Plattformen als Affiliate. Dann habe ich immer wieder Nachrichten gekriegt, hey, pass auf, da kannst du gebannt werden hin und her. Dann habe ich mir das jetzt nochmal im Detail durchgeguckt und ja, anscheinend darfst du nicht, wenn du Affiliate bist auf Twitch, auf YouTube, dann Multistreamen. Du darfst sogar anscheinend den Content für 24 Stunden nicht verwenden. Ist jetzt eine blöde Geschichte an der Stelle. Ich hätte es am liebsten so gelassen, wie es vorher war. Also sprich, dass ich ganz normal Multistreamen hätte können. Jetzt habe ich das aber blöderweise mit diesem Affiliate gemacht, was ganz cool ist, weil ich Subs krieg und vielleicht irgendwann dann mal Kohle dadurch, keine Ahnung, habe das jetzt noch nicht so hundertprozentig durchschaut, aber jetzt ist das halt blöd mit gleichzeitig YouTube und Twitch streamen. Heißt, ich muss jetzt mal gucken, ich werde jetzt mal die nächste Zeit erstmal nur auf Twitch streamen, mal schauen, wie das so ist. Ob dann einige Leute, die vorher auf YouTube geguckt haben, jetzt vielleicht auf Twitch gucken, würde mich auf jeden Fall freuen. Falls ihr nicht wisst, wie mein Twitch-Kanal ist, der ist unten in der Infobox schon ewig verlinkt, beziehungsweise ich kann euch hier auch mal zeigen, Twitch quasi Twitch TV slash TV, TV, nochmal Twitch TV slash Tela unterstrich Geiz heiße ich da. Ja, ich muss den Namen so wählen, weil das andere nicht mehr frei war, Tela an sich nur. Genau, das ist es. Mich würde's mal interessieren, was haltet ihr davon? Fändet ihr besser, wenn ich jetzt dann sag, wenn ich mich für eine Plattform entscheide, dass ich nur noch auf YouTube streame, nur noch auf Twitch. Wie steht ihr zu der Geschichte? Ich bin so ein bisschen im Belegen, bin ein bisschen am Bereuen, dass ich das gemacht habe mit dem Affiliate, muss ich ehrlich sagen, weil jetzt kann ich halt nicht mehr auf beiden Plattformen streamen, was ich ein bisschen schade finde. Naja, so ist es. Jetzt gucken wir die nächsten Tage erstmal über Twitch. Ich weiß jetzt nicht, wie es da mit den Benachrichtigungen liegt. Läuft also, wenn ihr weiter benachrichtigt werden wollt, dann müsst ihr zwangsläufig halt auf Twitch vielleicht wahrscheinlich dieses Follow-Ding machen, dass ihr seht, wann ich am Streamen bin. Die Streamtage bleiben bei mir soweit die gleichen, also sprich Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag werde ich wahrscheinlich weiter streamen und jetzt halt die Woche mit 8.3, wo ich Urlaub habe, ja, wahrscheinlich jeden Abend, also die nächste Woche oder die Woche jetzt noch, wahrscheinlich fast jeden Abend. Aber mal gucken. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Das sind die Infos, die ich rausgeben wollte. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video oder dann demnächst mal bei Twitch im Stream. Euer Tela, bis dann. Ciao.